Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crossover. Schön, dass ihr alle wieder da seid, besonders du, herzlich willkommen. Ja, dass wir jetzt wieder eine Woche aussetzen mussten, lag an meiner Technik irgendwie. Was? Hi Sandra, danke, dass du dir meine langweiligen Folgen immer und immer wieder reinziehst und so toll kommentierst. Och, Venny, du bist so süß. Dankeschön, danke, dasselbe gilt auch an dich. Außerdem, deine Folgen sind nicht langweilig. Wir sind hier immer noch auf Tartosa. Mal schauen, was unsere Sims heute so erleben werden. Eins vorweg, es bleibt langweilig. Lol, sorry. Es bleibt langweilig. Naja, dann freuen wir uns auf mal heute. Moment, ich kann nicht mehr reden. Dann freuen wir uns natürlich auf eine langweilige Folge Crossover. Oh, schön sieht's da aus. Na, dann warten wir mal, dass unsere Familie aufwacht und in den Tag startet. Bis dahin, fröhliches Plappern, liebe Sandra. Ja, dankeschön. Und nochmal an der Stelle, sorry, dass ich, nein, der Fehler... Oh, was? Es fängt gut an, Leute, es fängt gut an. Also, wir hatten einen Ausfall. Ja, und ja, wir hören dich. Das ist so ein Ding, könnt ihr mich hören. Das ist halt so blöd, weil ich nirgends sehe, wie mein Ausschlag ist, mein Mikrofonausschlag. So, sorry für die... ich darf's da draus schneiden. Oh Gott, na, man muss erarbeiten. Ah, noch ein bisschen Zeit. Schön, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich versuche ja diesen Satz zu Ende zu sprechen. Pausieren geht nicht. Letzte Woche ist ausgefallen, weil meine Sims-Technik nicht so wollte wie ich. Und meine Sims sind einfach stehen geblieben, stundenlang. Ich konnte sogar noch nebenbei kochen und sie haben nichts getan, bis ich dann keine Lust mehr hatte. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, ausfallen zu lassen. Und es tut mir leid. Dafür geht es heute natürlich weiter, wie gewohnt. Und wir hoffen, heute und in der Zukunft wird es nicht mehr zu solchen Ausfällen kommen. Aber davor ist man halt leider nicht gefeit. Und wenn die Technik nicht mitspielt, dann geht es nun mal nicht. Mein Gott. Ja, und die Moni hat heute diese Folge für euch kredenzt und wir sind super gespannt, was ich noch für einen Müll daher laber. Auf jeden Fall gibt sie sich immer super viel Mühe und schneidet alles schön ordentlich zusammen. Ja, Mercia geht jetzt gerade eine Runde Gassi, füllt dann die Futternäpfchen auf und oh, der Hund ist traurig, den geht's irgendwie nicht so gut, ich weiß nicht warum. Ja, ich hoffe, meine Körpergase bleiben alle, wo sie sind. Ich habe so ein bisschen Sodbrennen und ich hoffe, alles funktioniert. Oh Mann. Leute, ich sag's euch, Crossover ist immer so ein Ding. Darf ja nichts rausschneiden. So, hallo Elisha, kenne ich noch euren Namen? Elisha. Und dann verließen sie sie. Wo sind die Hausaufgaben hin? Ich weiß nicht. Ach, die schmeißen sie bei mir auch neuerdings überall hin. Ja. Oh. Egal, keine Ahnung. Aber ich habe mir dann angewöhnt. Ja, ich habe mir angewöhnt, in den Bücherregalen immer 10, 20 Stück zu lagern, damit ich die einfach da wieder rausziehen kann und mich nicht mehr damit befassen muss, wo sie sind. Irgendwann tauchen sie dann wieder auf in irgendeinem Zimmer und naja, nee, die sind weg. Moody sucht schon. Ja, der war er bestimmt mit der Christine. Nein, der war doch mit der Kalifee unterwegs und bestimmt, ja, da kauft sie jetzt auch Hausaufgabenbücher, ein Hausaufgabenbuch und hat dann da wahrscheinlich das Hausaufgabenheftchen vergessen. Bestimmt war es so. ja, was kommt jetzt als nächstes dran? Wir öffnen,
Ich Blindfisch. Ach so, du suchst hier gerade das Hausaufgabenheft. Ja, nicht schlimm. Jetzt kaufst du ein neues? Ist so lustig, aber das ist nicht schlimm. Du wirst noch ganz viele brauchen. Einen im Besitz. Und jetzt wundert sie sich, hä? Wo ist denn das Buch? Er hat es nicht im Besitz. Es ist da drin. Es ist da drin. Ja. Oh, ja. Jetzt hat es gefunden und er muss Hausaufgaben machen. Der kleine Knopf, er ist so süß. Ich bin ja so gespannt, wie die aussehen, wenn sie Teenager sind. Ihr auch? Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr denkt, wird so ein kleiner Hottie und was könnt ihr euch vorstellen, wie er so drauf sein wird als Teenager? Ist er eher so der treue Kandidat oder so ein Hippie oder. Oh, heute muss unser Damon wieder ja, zur Polizei und ich bin gespannt, ob wir da mitgehen oder nicht. Oh, wie schön, er darf ein bisschen Spaß haben. Nein, geht nicht. Kein Weg frei. Hä, wieso? Das habe ich auch im Moment. Dauernd können die diese Wege nicht mehr beschreiten. Vor allen Dingen, wenn die draußen irgendwo sind und dann, wenn ich auf die Toilette klicke, dann wissen sie was. Ja, sie ist auch ganz hübsch. Auch wenn sie zugenommen hat. Ja, auch dann stehen sie vorm Haus und können nicht mehr auf die Toilette, wenn ich da auf das Zeichen bei Blase drücke. Und ich muss sie dann immer so manuell dahin führen, Stück für Stück. Voll bescheuert. Also, blöd. Naja, okay. Sie. Oh, Techtelmechtel. Ich freue mich aufs Techtelmechtel. Darf nicht fehlen. Gehst du jetzt mit ihm mit? Oh ja, wir gehen heute mit. Wie schön. Ich liebe diese Polizeikarriere. Dann nochmal von vorne. Fahndung einleiten. Damon wird den Verdächtigen doch hoffentlich bald finden. Ja, das hoffe ich auch. Und ich hoffe, ihr könnt mich hören. Die Folge. Er war zwischendrin so unsicher. Ich höre mich leider nicht selbst hier. Okay, er leitet jetzt erstmal die Fahndung ein. Und in dieser Gegend wurde ein Verdächtiger gesichtet, auf den die Fahndungsbeschreibung zutrifft. Frage herum, damit du Hinweise auf den Verdächtigen erhältst. Zieh dir im Notizbuch die Beschreibung des Verdächtigen an, bevor du jemanden festnimmst. Okay. Ja, pinke Haare, ich weiß es gar nicht mehr, was. Was hieß? Pinke Haare oder so? Schau mal genau, schau mal ins Notizbuch rein. Verdachtsperson, neuer Tatort, gleiches Spiel. Ach so, die war dann nicht da. Und du bist dann ewig da hin und her gelaufen und hast gesucht. Oh. Jetzt konnte ich euch leider nicht vorlesen, wie die Person aussieht. Ist vielleicht die Dame die Verdachtsperson? Jetzt muss ich nur noch gehen, aber es hat nichts damit zu tun, dass die Folge langweilig ist. Ach ja, dann buddel mal aus. Aus. Neuer Beruf. Auch während der Schicht einfach mal angefangen, Archäologiearbeiten zu machen, in der Hoffnung, irgendwas zu tun. Naja. Verdachtsperson verhaften. Ja, wir haben ja noch viel, viel Zeit. Der Tag, der endet erst in 7 Stunden, 15 Minuten. Okay. Das dauert auch immer ewig, bis die Ausgrabungen fertig sind. Oh, er hat einen Dingsbums gefunden. Ein Dingsbums, jetzt wartet sie und sucht wieder die ganze Gegend ab nach dieser Verdachtsperson. Leider habe ich. Okay. Hallo. Wow, wow, du bist ja süß. Oh, er hasst ihn. Full Speed. Wieder Stunden nach einem Verdächtigen gesucht, aber nichts. Vielleicht sollte Damon seine Polizeikarriere an den Nagel hängen. Was meint ihr? Schreibt's in die Kommentare. Es tut mir leid, aber ich kann dir nicht helfen. Da hinten wird jemand zerfetzt. Wer ist denn das? Minimi? Jetzt ist die Schicht beendet. Er hat 63 Simoleons mit nach Hause gebracht. Das war ja Wahnsinn, was er da verdient hat. Aber wenn du das nicht spielen möchtest, mehr und weil es dir so langweilig ist, solltest du vielleicht darüber nachdenken, ihn woanders hinzuschicken, damit es vielleicht ein bisschen schneller bergauf geht oder so. Vielleicht
liegt es ihm einfach nicht, die Polizeikarriere. Ich bin gespannt, wie die Kommentare diesbezüglich sind. Und da kannst du ja dann mal ab und zu reinschauen, Muni, was die Leutchen dir so raten. Vielleicht gibt es ja auch hier und da Tipps und Tricks. Was hast du denn, kleiner Mann? Was hast du denn? Wie heißt denn das? Wie heißen die kleinen Kids nochmal? Ich müsste es mir mal notieren. Was? Wie war das? Elisi? Das ging so schnell. Es ging zu schnell. Wir machen uns CC-Bilder mit Namen und die hängen wir dann in die Zimmer, damit wir uns die Namen nicht mehr vergessen. Oder machen wir das so, Muni? Ja, das machen wir. Entschuldigung. Aber ich fand es jetzt nicht langweilig, so mit meinem dummen Gelaber. Passt schon. Ihr fandet es auch nicht langweilig, oder? Ach nee, jetzt, oder? Jetzt kommt schon die Musik. Ja, der arme Dame muss so stinken. Aber es darf hier keine grüne Duftwolke fehlen. Ja, das ist so das Markenzeichen hier. Ein Abschlussgeber für euch. Es tut mir so leid, ich darf es wirklich nicht rausschneiden. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Sonntag. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund und munter. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Yeah.